Hallo und herzlich willkommen zu den guten Nachrichten aus Pforzheim. Wir sind wieder für Sie da mit Deep and Fresh und wir sind in der Psalm 91 Studie in der dritten Einheit. Christen zu allen Zeiten hatten immer schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gab auch immer schon Kriege und solange die Menschheitsgeschichte geht, haben wir mit solchen, mit allen möglichen Herausforderungen zu tun. Und Christen zu allen Zeiten haben diese Herausforderungen angenommen und sie überwunden. Warum? Weil wir mit einem großartigen Gott verbunden sind. Das ist doch unser Geheimnis. Mich hat es immer wieder fasziniert, dass wir in der Bibel darüber lesen, dass Menschen und besonders Leute, die mit Gott unterwegs waren, mit einem Tier verglichen wurden. Die Bibel findet immer wieder diese Metapher mit den Schafen und dem Hirten. Und wir alle wissen, Schafe sind nicht gerade das, was wir echte Raubkatzen nennen würden, sondern Schafe sind deshalb Schafe, weil sie sich nicht verteidigen können, weil sie tatsächlich noch nicht mal ihren eigenen Weg finden würden, sondern sie sind in all ihren Bereichen des Lebens deshalb sicher, weil sie einen Hirten haben. Wir mögen dieses Bild nicht sonderlich gerne. Ich kann mich erinnern, als ich meiner kleinen Tochter mal gesagt habe, sie ist mein kleines Lämpchen, hat sie total massiv reagiert und gesagt, Papa, ich bin kein Lämpchen, ich bin ein Löwe. Und ich dachte, ja genau, das ist was allen so geht. Niemand möchte ein Lämpchen sein, wir wollen Löwen sein, wir wollen sagen, wo es hingeht, wir wollen sagen, wo vorne ist, wir wollen die Richtung bestimmen, wir wollen unser eigenes Leben in der Hand halten und möglichst über jede Gefahr, über jeden Zweifel erhaben sein. Die Wahrheit ist, Sie können das ja selber mal checken, was genau haben wir im Griff? Haben Sie Ihre Gesundheit im Griff? Haben Sie Ihre Ehe im Griff? Würden Sie für Ihre Kinder die Hand ins Feuer legen? Würden Sie für die Politik die Hand ins Feuer legen? Wer weiß, wann wir mal Rente bekommen oder auch nicht. Also ganz ehrlich, vor Corona dachten wir wissen, wie es geht. Nach Corona wissen wir überhaupt nicht mehr viel. Und mit den ganzen Milliarden, die da angehäuft wurden an Schulden, keine Ahnung, wer das irgendwann bezahlt. Und wir merken schon, das Leben, von dem wir glauben, wir haben es im Griff. Ganz ehrlich. Wir haben nichts wirklich im Griff. Und wenn wir dann über solche Dinge wie Tod und ewiges Leben nachdenken, dann merken wir, da wird es ganz hoffnungslos. So, das, was wir entdecken, ist, wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen jemanden, der uns tatsächlich beschützen kann, der viel mehr Überblick hat, als wir es jemals selber hinbringen können. Und das ist das Geheimnis dieses großartigen Psalms 91. Wo sich Gott als unser allmächtiger Hirte vorstellt, als der, der unser Leben in allen Bereichen in der Hand hält. Und mich hat ein Zitat total fasziniert, ein altes afrikanisches Wort. Dort heißt es, solange Gott mit mir nicht zum Ende gekommen ist, solange werde ich nicht sterben. Und ich dachte, was für ein starkes Wort, was für eine starke Aussage. Mich hat in der letzten Woche ein Bericht begeistert, den ich gelesen habe. Warum ist er in mein Auge gesprungen? Weil der Slogan obendrauf so cool war. Nämlich, dort hieß es, die Risikogruppe schlägt zurück. Und ich dachte, das ist ja mal eine echte Aussage. Und es wurde berichtet von Menschen zwischen 60 und 90 Jahren, Leute, die sich zusammengeschlossen haben, die zu zweit auf die Straße gehen, in ihrer Nachbarschaft betenderweise all die Häuser und die Menschen segnen und dabei erleben, wie sie selber fit und glücklich sind, wie ganz offensichtlich der Virus irgendwie nicht bei ihnen landen kann und wie sie einen echten Segen, wie sie so ein Hoffnungspaket in ihre Nachbarschaft geben. Und ich dachte, was für eine tolle Reaktion. Nicht sich zurückzuziehen, sich nicht in seinen vier Wänden verbarrikadieren, sondern entdecken, wer man ist. Wir haben einen Hirten und solange er auf unserer Seite ist, sagt die Bibel so ein schönes Wort im Römerbrief, solange Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und genau darum geht es in diesem Psalm 91. Gott zu entdecken als den, der größer ist als alles das, was in dieser Welt an Beraubung kommen kann. Gott als den zu entdecken, der mit uns durchgeht und der uns tatsächlich zu Überwindern macht. Ich will mit Ihnen zusammen diesen Psalm nochmal anlesen. Wir starten bei Psalm 91, die Verse 1 und 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn.
meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Der Psalm 91, wie viele andere Psalmen auch, hat eine prophetische Natur. Das bedeutet, dieser Psalm mit all den Segnungen und Verheißungen Gottes erfüllt sich nicht automatisch. Wir unterliegen hier nicht einem Segnungsautomatismus nach dem Motto, wenn es da steht, kommt es von alleine, sondern diese prophetischen Psalmen haben eine ganz, ganz starke Komponente, die sagt, es gibt Bedingungen, wenn die von unserer Seite erfüllt werden, kann Gott seine Segnungsdinge hineinlegen in unser Leben. Also hier ganz konkret heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wer bedeutet sie und ich? Also jede Person, die sich entscheidet, unter diesem Schirm Gottes sitzen zu wollen. Das ist eine ganz persönliche, für mich getroffene Entscheidung. Ich bin derjenige, der für sich eine Entscheidung trifft und sagt, das will ich. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Dieses Wort Schirm steht ehrlicherweise nur in unserer deutschen Übersetzung. In der hebräischen Grundübersetzung steht da das Wort Zelt. Und wer im Zelt Gottes sitzt, jetzt muss man ein bisschen zurückdenken, wann genau hat Gott in einem Zelt gesessen? Und jetzt, für die Insider unter uns, kommen wir ganz schnell dazu, als Mose mit dem Volk Gottes in der Wüste unterwegs ist, haben sie eine sogenannte Stiftshütte und da gab es das Zelt der Begegnung. Mose konnte Gott begegnen in diesem Zelt. Und immer wenn er aus diesem Zelt rausging, dann war er verändert. So, dass das Volk zu ihm sagte, er soll sich irgendwas über sein Gesicht legen, weil diese Herrlichkeit Gottes in ihm war und aus ihm rausgestrahlt hat. Später, nach Mose, konnte der hohe Priester nur noch ein einziges Mal im Jahr in dieses Zelt der Begegnung gehen, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu nahen. Und jeder hohe Priester wusste, hey, wenn ich in die Gegenwart Gottes gehe, dann ist Gott heilig und rein und unglaublich. Und wehe, in meinem Leben ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann wusste er schon, es wird richtig schwierig, sodass uns die Überlieferung sagt, man hat dem hohen Priester immer so ein Seil um den Bauch gebunden, falls er mit irgendwas Unreinem in diese Begegnung mit Gott ging, man ihn tot wenigstens hätte wieder rausziehen können. So, Gegenwart Gottes war immer gekoppelt mit Reinheit und Sündlosigkeit. Und den meisten Leuten war klar, dann ist für mich diese Begegnung mit Gott in seinem Zelt, in seiner Nähe, für mich keine Option. Das ist viel zu gefährlich, weil ich kenne mich und ich weiß, wie viele Fehler da sind. Und dann passierte das Unglaubliche. Irgendwann war das Volk nicht mehr in der Wüste. Man hatte sich mittlerweile einen Tempel gebaut. In diesem Tempel gab es das Allerheiligste, abgetrennt durch einen riesigen Vorhang. Und jetzt kommt Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, er stirbt für die Schuld und Sünde der Menschen. Er bringt die Gerechtigkeit wieder zurück, die Gott hat und die er uns schenken will. Und plötzlich ist diese Beziehung zu Gott wieder da. Und jetzt kommt ein einzigartiger Moment. Nämlich als Jesus am Kreuz stirbt, reißt dieser Vorhang im Tempel. Nicht, wie man, wenn es menschlich verursacht wäre, von unten ziehen würde, sondern der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Und plötzlich ist die Möglichkeit des normalen Menschen in die Gegenwart Gottes zu gehen, offen. Das Zelt ist geöffnet, der Weg zu Gott ist geöffnet und es ist frei durch Jesus. Das ist das Unglaubliche. Und wenn im Alten Testament so ein heiliger Mann wie Mose in die Gegenwart Gottes gehen konnte und verändert wurde, dann lesen wir von Mose, dass er trotz dieser Begegnung mit Gott eine Sehnsucht hatte, nämlich Gottes Herrlichkeit zu sehen. Gott in seiner gesamten Größe und Schönheit zu sehen. Und Gott sagt, hey, mein Freund, das geht nicht. Ich werde an dir vorbeigehen und du kannst hinter mir herschauen. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Im Neuen Testament, seitdem Jesus gekommen ist, seitdem wir Kinder Gottes geworden sind, seitdem unsere Schuld vergeben ist, seitdem wir Gerechtigkeit Gottes empfangen haben, ist es möglich, Gott anzuschauen. Im Korintherbrief heißt es, dass wir jetzt ohne Maske, ohne Schleier, ohne irgendwas, sondern mit aufgedecktem Angesicht Gott anschauen können und verwandelt werden von einer Herrlichkeit in die andere. Seitdem Jesus gekommen ist, dürfen wir zu Gott Vater sagen und seitdem ist er unser Abba, unser lieber Vater, mit
ihm können wir in Verbindung stehen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir dürfen mit einer unglaublichen Freimütigkeit, mit einer Kühnheit kommen, weil wir wissen, ein liebender Vater wartet auf uns. Uns ist vergeben. Das ist dieser Gang in dieses Zelt, um diese Metapher aus Psalm 91 zu gebrauchen. Wer in das Zelt des Höchsten geht und dort sitzen bleibt, das ist die zweite Bedingung. Nicht nur hineingehen, nicht nur wissen, Jesus ist mein Befreier, er ist dieser Weg zum Vater, er hat diese Möglichkeit geöffnet, sondern jetzt kommt der zweite Schritt. Ich muss und ich soll bei ihm bleiben. Warum sollen wir bei ihm bleiben? Im Neuen Testament, in Lukas 10, wird das erklärt. Jesus besucht seine drei besten Freunde. Das war Lazarus, Martha und Maria in Bethanien. Und wie es bei dieser Begegnung üblich ist, Martha als die Älteste, sie sorgt dafür, dass alles läuft, dass das Essen in Gang kommt, dass Jesus sich wohlfühlt. Aber irgendwann ist sie mit ihrer Arbeit ein bisschen überfordert und sie denkt sich, wo ist eigentlich meine Schwester? Die könnte mir doch helfen. Und sie findet sie bei Jesus. Wo? Sie sitzt zu den Füßen Jesu und hört ihm einfach zu. Martha ist richtig, richtig sauer. Und sie sagt, Jesus, sag doch meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Und Jesus sagt, hey, Martha, Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie bleibt bei mir. Sie sitzt bei mir. Sie nimmt das Wort auf. Sie wird von dieser Wahrheit, von der Liebe, von dem Frieden Gottes erfüllt. Und nur das macht sie fähig, am Ende in ihrem Alltag dann stark zu sein. So, das ist das bessere Teil. Und hier in diesem Psalm 91, um wieder zurückzukommen, hier ist genau diese Wahrheit drin. Wir gehen zu Gott und dann bleiben wir bei ihm. Dann sitzen wir bei ihm, dann nehmen wir Platz, dann lassen wir uns von seiner Liebe auffüllen, von seinem Wort, von seinem Geist, von seiner Wahrheit inspirieren. Und nur dann sind wir wirklich in der Lage, was weiterzugeben. Weil das ist doch die Wahrheit, die dahinter steckt. Wenn wir Friedensstifter sein sollen, dann müssen wir es ja irgendwo herbekommen haben. Wenn du irgendwas weitergeben sollst, musst du es ja von irgendwem bekommen haben. Und deswegen beginnt Christsein immer damit, dass du dich zuerst beschenken lässt, damit du was zu geben hast. Und das ist, was hier so großartig formuliert wird. Was mich weiter begeistert, ist dieser Aspekt, dass wenn wir bei dem Herrn wohnen, dann will er uns was offenbaren. Und die ersten zwei Verse haben vier Namensgebungen Gottes. Der erste Name Gottes ist Elyon, das bedeutet der Allerhöchste. Und versuchen Sie sich das vorzustellen, Sie sitzen neben dem Allerhöchsten. Sie haben Platz genommen bei ihm, höher geht nicht. Und Sie haben diese Position für sich bekommen. Ist das nicht großartig? Der zweite Name, Shaddai, bedeutet der Allmächtige, dem alles möglich ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit irgendeiner Not zu diesem Allmächtigen, der alles freisetzen kann, der ohne Grenze ist. Würden Sie sich Sorgen machen? Nie mehr. Weil Sie kennen ja den, der die Quelle ist für alles, was möglich gemacht werden soll. Das dritte Wort für diesen großartigen Gott ist Jahwe. Das finden wir im zweiten Vers. Er ist dieser Herr. Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin, ich war, der ich war und ich werde sein, der ich sein werde. Gott stellt sich vor als derjenige, der alles ist, was wir jemals brauchen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dieses Wort Jahwe oft im Alten Testament mit einem Zusatzwort belegt ist. Jahwe Jireh, der Herr ist dein Versorger. Jahwe Rapha, der Herr ist dein Heiler. Jahwe Jesus, der Herr ist dein Retter. Und jetzt nehmen wir Platz und stellen uns diesen Gott vor, der alles ist, was wir brauchen. Was immer ich bedarf, habe ich in ihm schon bekommen. Und ich merke, wie das alles sättigt, was je in meinem Leben an Mangel da ist. Das ist der Grund, warum der Herr sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil er kommt und erfüllt allen Mangel aus, gemäß seinem Reichtum an seinen Möglichkeiten und Herrlichkeiten. Und das ist großartig. Das vierte Wort, das wir finden, heißt Elohim. Und Elohim bedeutet Gott, der Schöpfer. Gott, der gestaltet, der das Nichtseiende ruft.
der aus der Dunkelheit das Licht schafft, der aus dem Nichts die Dinge in Bewegung setzen kann, der in unsere größte Not eingreift und plötzlich Dinge freisetzt. Dieser Gott, der diesem Volk Israel mitten in der Wüste aus dem Felsen das Wasser zukommen lässt. Dieser Gott, dem überhaupt nichts unmöglich ist. Bei dem nehme ich Platz. Und je mehr ich mir seine Wesensart, seinen Namen zuführe, desto mehr merke ich, wie mein kleiner Horizont gesprengt wird von den Möglichkeiten Gottes. Das, was mich an diesen zwei Versen besonders beeindruckt, ist, dass da immer mein steht. Mein Herr, meine Zuflucht, mein Gott. Dieses Mein ist entscheidend. Es ist nicht nur ein Gott, sondern es ist mein Gott. Es ist diese persönliche Beziehung, die ich mit ihm leben darf. Hier in dem zweiten Vers merken wir, gibt es jetzt eine direkte Anweisung. Nämlich, der spricht zum Herrn. Ganz bewusst sprechen. Nicht nur im Herzen hoffen, nicht nur im Kopf denken, sondern mit dem Mund aussprechen. Was sprichst du in dein Leben hinein? Was sprichst du in deine Situation hinein? Was sprichst du über deine Zukunft? Jetzt kommt der entscheidende Aspekt. Was sprichst du? Und hier heißt es, der spricht zum Herrn. Das ist mal die richtige Richtung. Zu wem sprichst du, wenn dich Not bedrückt? Zu wem sprichst du, wenn Sorgen kommen? Zu wem sprichst du, wenn du von Krankheitsnöten überrollt wirst? Wer ist deine erste Ansprechstation? Wenn du den Telefonhörer nimmst, um irgendwelche Leute anzurufen, dann sind die Menschen deine Ansprechstation, aber sie sind nicht wirklich eine Hilfe. So, hier entscheidet sich dieser Mensch und sagt, ich habe begriffen, ich muss zu Gott, wenn ich eine Lösung will. Ich spreche zum Herrn. Mein Reden ist von einer unglaublichen Bedeutung. In Sprüche 18 heißt es, dass die Worte, die wir sprechen, Tod oder Leben, Segen oder Fluch freisetzen. So, wenn die Not groß ist, wenn die Katastrophe kommt, was sprichst du? Bist du ein Umständeanbeter, der sagt, oh, ich jammer über meine Probleme, ich weiß genau alle meine Krankheitssymptome, ich kann den Beipackzettel auswendig? Oder spreche ich, was Gott sagt? Spreche ich seine Lösung, spreche ich seine Segnung, spreche ich seine Verheißung in meine Situation? Deine Worte, die du aussprichst, sind entscheidend. In Joel 3 heißt es in der Bibel so markant, der Schwache muss was sprechen. Ich bin stark. Da merken wir, das hat was mit einer Herzensüberzeugung zu tun. Es geht nicht darum, einfach auswendig gelernte Vokabeln oder Gebete oder Formeln zu sprechen, sondern hier sagt die Bibel, aus dem Herzen heraus fließt der Mund über, was das Herz voll ist. So, womit ist ihr Herz gefüllt? Mit Verheißung Gottes, mit dem Blickwinkel des allmächtigen Gottes, der auf ihrer Seite ist, dann beginnen sie das auch zu reden, in ihre Situation hinein. Das Zweite, was die Bibel uns sagt, ist, wenn wir reden, sollen wir es voller Glauben tun. Was bedeutet das? Das ist so ein biblischer Terminus, der ganz oft irgendwie fehlinterpretiert wird. Im Glauben sprechen. In Hebräer 4, Vers 2 sagt das Wort Gottes, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Und jetzt wird auf das Volk Israel Bezug genommen, die ganz viele Verheißungen Gottes bekommen haben, in dieses neue Land reinzugehen, die es aber am Ende nicht gemacht haben. Und jetzt kommt die Erklärung. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. So, egal wie großartig die Verheißungen Gottes sind, egal wie großartig die Pläne Gottes sind, sie kommen nicht zur Umsetzung, wenn sie sich nicht in unserem Herzen mit Glauben verbinden. Glaube bedeutet, ich weiß, das ist der Wille Gottes, ich nehme das in mein Herz und ich setze mein Leben auf dieses Wort hin in Bewegung. Das ist der Grund, warum wir im Neuen Testament diese tollen Beispiele finden. Einmal diese blutflüssige Frau, die eigentlich sozial geächtet war, die eigentlich nur in ihrem Haus hätte bleiben müssen, die aber von Jesus hört und dann zu sich selber spricht, wenn ich nur den untersten Teil, den untersten Saum seines Mantels berühre, werde ich heil. Und dann nimmt sie diesen Glauben und sie bringt sich in Bewegung, trotz dieser jahrelangen Schwäche
kommt sie irgendwie zu Jesus durch. Sie berührt ihn tatsächlich und Jesus sagt, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Also Glaube nimmt das Wort Gottes und setzt dann das eigene Leben auf dieses Wort Gottes in Bewegung. Und nur der Glaube, der sich in Bewegung setzt, ist lebendiger Glaube. Jakobus sagt das mal, er sagt, Leute, ja, der Glaube ohne die nachfolgenden Werke ist einfach nur toter Hirnkram. Wir reden zwar irgendwas, wir hoffen irgendwas, wir philosophieren, aber wir tun es nicht. Nur Glaube, der sich in Bewegung setzt, ist tatsächlich lebendiger, handelnder Glaube. Und um den geht's. Das Dritte, was wir hier haben, ist diese Verheißung Gottes in die Realität hineinbringen. Und hier sagt der Römerbrief Folgendes. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt zum Heilen. Hier merken wir wieder, ist diese Verbindung ganz, ganz stark. Das, was ich in mich aufgenommen habe, das, was ich mit Glauben verbunden habe, tief in meinem Herzen, diese Innenüberzeugung, die in mir gewachsen ist, jetzt kommt es dazu, dass ich sie aussprechen muss, dass ich sie in die Realität hineinsprechen muss, dass ich mich festlege. Das ist meine Entscheidung. Ja, unser Mund ist unser Entscheidungsorgan. Das ist, was wir tun. Und jeder von uns, der schon mal verheiratet ist, weiß, was das bedeutet. Ich kann in diesem Standesamt stundenlang sitzen und darüber philosophieren, wie großartig meine Frau ist. Wenn ich verheiratet sein will, kommt die Entscheidung, wo das, was ich glaube, ich auch laut aussprechen muss, nämlich ja, ich will. Und dann wird dieser Bund geknüpft. Und genauso ist es mit all den Verheißungen, die Gott uns gibt. Wir nehmen sie, wir verankern sie in unserem Herzen, wir verbinden sie mit Glauben, aber dann muss das Aussprechen kommen. Gott hat das exemplarisch vorgemacht. Die Bibel sagt, in der Schöpfung Gott sprach und es wurde. Wenn Jesus irgendwelche schöpferischen Wunder getan hat, dann sprach er. Er sprach zum Sturm und er wurde still. Er sprach gegen irgendwelche dämonischen Kräfte und sie mussten Menschen verlassen. Er sprach gegen Krankheit. In Markus 11 wird uns gesagt, lern zu glauben und dann sprich zu deinem Problemberg, dass er verschwinden muss. So, das ist unsere Herausforderung, um Verheißungen Gottes tatsächlich freizusetzen. Das soll dienen, und das ist der vierte Schritt, bau dir ein Schutzschild des Glaubens. In Sprüche 30 heißt es, das Reden Gottes ist wie geläutertes Gold. Ein Schild ist es denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen. So nimm dieses Wort, das wie geläutertes Gold ist, und sprich es über dein Leben, sprich es über deine Kinder, sprich es über deine Situation, wo auch immer, und du baust ein Schutzschild auf. In Jesaja 55, Vers 11 heißt es dann folgendermaßen. So wird das Wort Gottes sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hier liegt der Schlüssel. Dieses Wort wird gesandt in die Situation hinein. Es ist aufgeladen mit Kraft Gottes und es setzt Kraft Gottes frei. Meine eigene Mutter hat das großartig für mich exemplarisch vorexerziert. Unser Vater wurde schwer krank. Die Ärzte gaben ihm keine Hoffnung. Sie betete, sie bekam eine Verheißung Gottes. Und 3 Jahre, jeden Abend, betete sie dieses Wort über meinen Papa, bis er von Gott spektakulär berührt, gesund wurde. Ein echtes Wunder geschah. Sie sprach das Wort Gottes im Glauben und Gottes Kraft fing an, ein Wunder zu tun. Ich habe in der Geschichte einige Beispiele gefunden. Eins davon ist spektakulär. Der Kriegsreporter C.B. Morlock aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt folgende Begebenheit. Das unerklärlichste Ereignis war der Angriff der deutschen Flugstaffel auf die 400 englischen Soldaten in Dünkirchen. 60 Kampfflieger schütteten Bomben- und Maschinengewehrsalven über die schutzlosen Männer am Strand. Diese schrien aus Leibeskräften miteinander den Psalm 91. Und das Unglaubliche geschah. Niemand wurde verletzt. Eine verrückte Geschichte von diesem Kriegsreporter berichtet, der ehrlicherweise gar kein Christ war. Aber das war für ihn unglaublich. Dafür gab es keine natürliche Erklärung. Eine weitere Geschichte, die in einem Buch zusammengefasst wurde. Das Buch heißt, es war, als sängen die Engel.
wird von dem Flieger-Idol, dem Flughelden des Ersten Weltkrieges, Eddie Rickenbacker, beschrieben. Er sollte nach dem Krieg auf Veranlassung des Kriegssekretärs Henry Stimson einen Flug über den Pazifik machen mit einer alten B-17D, der sogenannten Fliegenden Festung. Er verließ Hawaii und er sollte in Canton Island landen, aber irgendwas war mit dem Navigationsgerät nicht in Ordnung. Auf jeden Fall, sie landeten irgendwo mitten in diesem Ozean. Keine Chance, das Flugzeug blieb gerade so weit über Wasser, dass man drei kleine Schlauchboote rauslassen konnte. Und dann ging das Flugzeug unter und die acht Mann verteilten sich auf diese drei kleinen Boote. Man vertäute sie miteinander, damit sie nicht durch die Wellen und den Sturm auseinandergedriftet werden konnten. Aber man hatte weder was zu essen, noch hatte man was zu trinken. Am Tag brütete die Sonne und nachts war es bitterkalt. Und die Männer wussten, hier findet uns niemand. Das ist wie die sogenannte berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Es gab einen unter diesen Leuten, der seine Bibel mit hatte. Und er begann morgens und abends diesen Männern vorzulesen. Und am Schluss des Tages betete er mit ihnen Psalm 91, bis die Leute das auswendig konnten. Am achten Tag, so sagt der Bericht, war niemand mehr ungläubig und sie begannen gemeinsam um Rettung zu beten. Innerhalb der nächsten Stunde landete eine Möwe auf Rickenbackers Kopf und es gelang ihm, sie zu fangen. Sie wurde geteilt, die Eingeweide nahm man, um damit Fische zu ködern. Und so hatte man jeden Tag Fisch. Nachts begann es unerhörterweise immer wieder zu regnen, sodass man tatsächlich sauberes Wasser hatte. Und nach 24 Tagen wurden diese Männer gefunden. Auch das ein echtes Wunder. Psalm 91 hatte sich durchgesetzt. Der Segen und der Schutz Gottes war auf diesen Männern. Und es wurde ein spektakulärer Empfang in Amerika. Es war ein Riesenzeugnis über das, was möglich ist, wenn Menschen lernen, Gott wirklich zu vertrauen. Ich wünsche dir für diese Woche, dass du dieses Wort Gottes wirklich verinnerlichst. Du bist mit einem Gott unterwegs, der dich liebt und der alle Dinge möglich machen kann. Und der sich wünscht, dass du lernst, ihm wirklich zu vertrauen. Du bist nicht dazu geboren, wie die Ratte, dich irgendwo zu verstecken im Käfig, sondern Gott hat dich zur Freiheit bestimmt. Leb. Deswegen sagt Gott, hey, sei ein Adler. Nimm die Kraft, die er dir gibt, und leb in Freiheit seiner Möglichkeiten. Gott segne dich.